Das Aufstehen wird von den Orthesen in keiner Weise unterstützt. Das funktioniert wie auch mit den anderen. Ja? Aber das Hinsetzen. Das ist auch kein Stuhl, sondern ein Rollstuhl, da hat er nochmal Abstand. Jeder mal die schiefe Ebene hoch und dann nochmal runter. Und dann. Also hoch geht es genau eigentlich wie die alten. Also hoch ist immer halt immer das Gleiche, aber das ist nicht gut. Der Unterschied ist jetzt runter. Ja. Und zwar, ich erkläre es mal ganz kurz, in dem Moment, wo man an die Schräge kommt, ist ja der Moment, wo sich das Bein an die Schräge anpasst, vom Fuß über das Knie mit der Beugung. Und genau das ist es jetzt hier, wo diese Dämpfung drin ist vom System, dass es nicht abrupt in die Richtung weg abhaut, sondern genau in diese Richtung langsam nachlässt. Ich muss aber auch langsam nachlassen und ihn plötzlich festmachen, weil dann komme ich auch nicht drüber. Ja. Genau das sind die Werte, die man jetzt in der Therapie auch mit festlegt, wie viel Widerstand brauche ich, damit ich in einer langsamen, sicheren Geschwindigkeit diese doch schon heftige Schräge runterkomme. Und das ist natürlich immer erstmal mit Abstützen einhergehend. Also frei ist jetzt mit der doppelseitigen Versorgung, mit den Grundvoraussetzungen jetzt erstmal kein Thema, aber eingeleitet war eine Stütze, dann irgendwann mit Stützen, das sind so die nächsten Schritte. Genau. Da jetzt ein bisschen Aufregung mit einer Rolle spielt, bin ich einfach nur im Falle von am Knie so ein bisschen da. Ja. Ansonsten ja, braucht er mich jetzt nicht, damit er die Stütze. Ja, nicht. Dieses Halten bei dem Untergehen, was ich gerade beschrieben kann, das kann er in keiner Weise. Selbe Muskeln geben das nicht her. Das muss die Schiene leisten. So, jetzt geht es los. Ja. Ja. Sie sehen, meine Arme sind gerade dran. Super. Also das